Stefan Roman, der Wettbewerb ist heute Morgen gestartet. Wie sind die Vorbereitungen gelaufen hier in São Paulo? Super gegangen. Wir haben total super Vorbereitungen gehabt. Also war alles parat auf einen Zeitpunkt. Das Einzige, wo wir so kleine Details, Klimaanlagen, die wir haben müssen anpassen. Aber wir sind just in time, wo der Wettkampf hat pünktlich können starten. Also einmalige Vorbereitung. Noch ein kleiner Insider-Tipp von dir. Wie geht es Andrea? Wie ist sie gestartet heute Morgen? Also wir waren super zu weg. Heute Morgen ist es ganz ruhig. Heute Morgen war es zuerst mal ein bisschen nervös. Aber es ist nicht übertrieben. Ich glaube, das gehört dazu. Und hat mich auch gefreut. Da kommt ein bisschen Power drauf dort. Super. Noch weiterhin guter Start. Sögin, du bist Chefexperte hier im Beruf Bäckerei. Ich denke, du hast jetzt schon eine relativ hektische Zeit hinter dir. Ja, es ist eigentlich sehr gut gegangen. Es war hektisch, aber ich habe erst mal die Experten kennengelernt aus allen Nationen und wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Es ist also sehr interessant, mit diesen verschiedenen Nationen zu arbeiten. Und irgendwie haben wir immer gefunden, eine Lösung gefunden für die Probleme, die etwa angestanden sind. Und der Wettkampf läuft und ich habe das Gefühl, wir sind auf gutem Weg. Jetzt gibt es noch einen Insider-Tipp. Wie läuft es der Ramona? Wie ist sie gestartet? Die Ramona ist sehr gut gestartet. Ich habe das Gefühl, mit den Veränderungen, die sie noch müssen annehmen müssen. Danach hat es natürlich viel gegeben, zu verändern. Und jetzt es läuft ihr gut, was ich gesehen habe. Ich kann das nicht so beurteilen aus meiner Sicht, aber ich glaube, sie schafft das Programm heute fertig. Super, dann noch weiterhin einen guten Start.